Guten Abend, mein Name ist Hans-Peter Hauber. Ich bin der Sektionsleiter der Pneumologie hier in der Asklepios Klinik Altona und ich freue mich, Sie alle in diesem Webinar begrüßen zu dürfen. Bevor wir gleich mit der Präsentation starten, vielleicht ein, zwei zusätzliche Sachen, zwar Housekeeping-Sachen. Es gibt so eine Chat-Funktion. Zögern Sie nicht, mir während der Präsentation Ihre Fragen zu schreiben. Ich werde versuchen, jeweils darauf einzugehen. Natürlich ist auch nach der Präsentation noch genug Zeit. Sie können Ihre Fragen stellen. Ich werde versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten. Genug der Vorrede, wir fangen mit der Präsentation an. Das Thema dieser Sprechstunde Altona ist Lungenentzündung, Vorbeugung, Risiken, Behandlung. Nun, ich habe das etwas anders gegliedert, als es vielleicht in der Ankündigung ist. Ich habe mir ein paar Fragen gestellt und möchte versuchen, Ihnen diese Fragen näher zu bringen und mit Ihnen zu arbeiten. Die erste Frage ist: Was ist überhaupt eine Lungenentzündung? Welche Form der Lungenentzündung gibt es? Wie äußert sich diese Lungenentzündung? Wie wird sie überhaupt diagnostiziert? Dann ganz wichtig: Wie wird sie behandelt? Und zum Schluss: Kann ich mich überhaupt vor einer Lungenentzündung schützen oder ist das gewissermaßen Schicksal? Was ist eine Lungenentzündung? Eine Lungenentzündung ist eine akute oder chronische Entzündung der Lunge, die den Alveolarraum und/oder das sogenannte Interstitium betrifft. Ich habe Ihnen hier so ein Schaubild einer Lunge mitgebracht. Sie sehen das da links. Die Lunge teilt sich ja in den rechten und linken Lungenlappen. Und wenn man das etwas vergrößert, hier auf der rechten Seite, dann sehen Sie so ein bisschen wie so Weintrauben. Das sind die sogenannten Lungenbläschen. Da wird die Luft, der Sauerstoff ausgetauscht, geht von den Lungenbläschen in die Kapillaren. Das sind diese roten und blauen Kabel. So sieht das aus, wie Röhrchen. Das sind die Blutgefäße. Also das Blut wird eben dort aus, der Sauerstoff wird dort aufgenommen und das Kohlendioxid abgegeben. Das ist sind so sogenannten Alveolen, also Lungenbläschen, und die sind umgeben von Bindegewebe, das sogenannte Interstitium, und das kann beides entzündet sein. Und das ist eben eine Lungenentzündung. Das Ganze kann akut sein, also innerhalb von wenigen Tagen auftreten, aber es gibt eben auch chronische Entzündungen der Lunge über mehrere Monate und Wochen. Das sind Spezialsachen, da werde ich jetzt nicht so drauf eingehen. Wir wollen uns konzentrieren auf die akute Lungenentzündung, also die Entzündung, die sich dort abspielt in der Lunge, im Bereich dieser Lungenbläschen. Und es ist schon aus diesem Gesagten sehr leicht verständlich, dass natürlich bei einer Lungenentzündung, wenn dort viel Entzündung ist, der Gasaustausch gestört ist. Das heißt, Sauerstoff kann schlechter aufgenommen werden in die Blutbahn, Kohlendioxid kann schlechter abgegeben werden. Die Lungenentzündung wird im Wesentlichen durch Bakterien ausgelöst oder ganz häufig. Ich habe Ihnen das hier mal mitgebracht. Die sehen, wenn man sie so anschaut, in diesen etwas besonderen Darstellungen zum Teil ganz hübsch aus tatsächlich, aber machen natürlich extreme Entzündungen und können schwere Erkrankungen auslösen im Bereich der Lunge. Hier einmal eine Übersicht über die häufigsten Erreger der Lungenentzündung. Das ist aus einer Studie von 2006 bzw. 2011 und da hat sich nicht wesentlich was geändert. Und ganz oben dieser ganz dicke, lange rote Balken, das ist der Streptococcus pneumoniae, also Pneumokokken, das ist der klassische Erreger der Lungenentzündung auch heute noch. Ungefähr 40% aller Lungenentzündungen, die ambulant erworben werden, sogenannte Community-Acquired Pneumonia, ich komme gleich noch darauf, also die Lungenentzündung, die man zu Hause kriegt, werden durch Pneumokokken, den wirklich klassischen Erreger, verursacht. Es folgen andere Erreger, Hämophilus ist so einer, Mykoplasmen, dann hier an vierter Stelle von oben Influenza-A-Viren, also Grippevirus. Und das geht dann weiter so runter. Staphylococcus aureus, das ist ein Eitererreger. Dann etwas weiter unten Legionellen, hört man immer mal wieder in den Nachrichten, wenn da so ein Legionellenausbruch ist. Chlamydien, weiter werden sehr häufig angeschuldigt, sind aber bei Erwachsenen praktisch nie Erreger einer Lungenentzündung. Wichtigster Erreger, wie gesagt, Pneumokokken. Gram-positive, so nennen wir die Bakterien. Und die Pneumokokken sind schon lange bekannt als Erreger der Lungenentzündung. Früher sind die Leute viel daran gestorben, deshalb auch der Spruch,
Spruch bzw. das Sinnbild, the old man's friend, also die Lungenentzündung der alten Menschen, die daran gestorben sind. Hier ist ein Bild von einem General aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, der dort eben auch schon eine Amputation hat links und der an einer Lungenentzündung stirbt, ganz sachte rübergleitet, praktisch in eine andere Welt. Deshalb dieser Sinnspruch, the old man's friend. Welche Formen der Lungenentzündung gibt es? Ist es wirklich immer nur diese Lungenentzündung, die wir kennen aus Filmen, wo die Leute dann schwer krank da liegen oder auch in Medizinserien, wie sie es so dargestellt wird? Dem ist nicht so. Die Lungenentzündung kann man einteilen. Einmal nach dem Erreger, also es ist ein bakterieller Erreger, ist es viral, also die Viren, ist es toxisch, also durch irgendwelche chemischen Substanzen. Man kann sie einteilen nach der Pathologie, das heißt, was ist betroffen? Ist es ein Lappen der Lunge betroffen, sondern eine Lobärpneumonie oder eher so eine interstitielle Pneumonie im Bereich? Dieses Interstitium, dieses Bindegewebe, von dem ich Ihnen erzählt habe. Nach der Klinik ist es eine primäre Lungenentzündung, also eine Lungenentzündung, der eine Lunge trifft, die vorher nicht erkrankt war. Oder hatte der Patient vielleicht schon Vorerkrankungen, Stichwort COPD für den Pneumonie, Herzinsuffizienz oder andere Erkrankungen. Und dann nach dem Verlauf ist sie akut, sehr schnell innerhalb von Tagen oder chronisch über Wochen und Monate. Für uns als Mediziner ist die Einteilung nach dem Ort der Entstehung am wichtigsten und am klinisch am bedeutsamsten. Wir unterteilen die sogenannte ambulant erworbene Pneumonie, Community Acquired Pneumonia, die Lungenentzündung, die man zu Hause erwirbt, und dann die sogenannte nosokomiale Pneumonie, also die Pneumonie, die Lungenentzündung, die im Krankenhaus erworben wird, frühestens 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme. Und da wird nochmal wieder unterteilt Hospital Acquired Pneumonie, also HAP, im Krankenhaus erworbene Lungenentzündung, und Ventilator Associated Pneumonie, also die beatmungsassoziierte Lungenentzündung, die Lungenentzündung, die man am Beatmungsgerät erwirbt, wenn man beatmet ist. Grund und Rationale für diese Einteilung ist, dass die Erreger, mit denen man rechnen muss und nach denen wir unsere Therapie richten, sich unterscheiden. Es ist ein Unterschied, ob Sie eine Lungenentzündung zu Hause erwerben oder im Krankenhaus. Im Krankenhaus sind andere Keime und der Körper braucht etwas, bis er kolonisiert wird, ungefähr 48 Stunden, das weiß man. Daher das diagnostische Kriterium, erst nach 48 Stunden frühestens kann man von einer nosokomialen Lungenentzündung sprechen. Wenn wir einen Patienten mit einer Lungenentzündung aufnehmen, müssen wir entscheiden, muss dieser Patient überhaupt im Krankenhaus behandelt werden? Nicht alle Patienten mit einer Lungenentzündung müssen im Krankenhaus behandelt werden. Und wenn wir ihn im Krankenhaus behandeln, müssen wir ihn auf die Intensivstation nehmen oder reicht es, wenn wir ihn auf einer normalen Station behandeln? Dazu gibt es einen sogenannten Score, den ich Ihnen gerne zeigen möchte. CRP-65-Score heißt der. Der hat 0 bis 4 Punkte. Da werden 4 sogenannte Items, also Punkte, abgefragt. Man guckt, ist die Atemfrequenz größer gleich 30 pro Minute. Zum Verständnis, die normale Atemfrequenz, also die normale Anzahl von Atemzügen pro Minute, liegt beim gesunden Menschen so bei 14 bis 16, also doppelt so schnell wie sonst. Dann die Frage, wie ist der Blutdruck? Ist der diastolisch, das ist der zweite, kleiner gleich 90 mm Hg oder systolisch kleiner gleich 60 oder systolisch kleiner 90 mm Hg? Der normale Blutdruck liegt so bei 120 zu 80 mm Hg. Bewusstseinstrübung, ist der Patient verwirrt? Gerade bei älteren Patienten, geriatrischen Patienten, ist oftmals die Verwirrtheit der einzige Hinweis für eine Lungenentzündung. Und dann das Alter, größer gleich 65 Jahre. Und dann rechnet man das alles zusammen und je mehr Punkte, desto schwerer und desto schlechter ist das Outcome und desto dringender ist eine Krankenhauseinweisung. Zusätzlich guckt man auch, wie ist der funktionelle Status. Also ganz einfach, ist der Patient bettlägerig oder nicht? Hat er instabile Komorbiditäten, das ist dieses zweite Punkt, die klinische Evaluation, also hat er Vorerkrankungen, Lebererkrankungen, Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen. Und dann misst man die Oxygenierung, also die Sauerstoffsättigung. Die sollte ja normalerweise über 95% liegen, beziehungsweise über 90. Die Frage ist, die niedriger. Hier habe ich Ihnen einmal mitgebracht, warum wir so gucken nach diesem CRP-65-Score. Sie sehen hier ein Balkendiagramm.
mit drei Balken, einmal dunkelblau, grün und hellblau. Und da ist noch eine kleine Legende dran. 0, 1 bis 2, beziehungsweise 3 bis 4, jeweils Punkte, CRB, wissen Sie jetzt schon. Und dann auf der Y-Achse ist die Mortalität. Und da sehen Sie bei Patienten, die 3 bis 4 Punkte haben in diesem CRP-65-Score, die haben eine Mortalität von 30%. Das heißt, jeder dritte Patient stirbt an dieser Lungenentzündung. Und um Ihnen da einen Vergleich zu geben, ist das viel oder wenig? Das ist genau die gleiche Mortalitäts- als Sterblichkeitsrate wie beim Herzinfarkt heutzutage. Also Lungenentzündung ist ein schweres Krankheitsbild mit, wenn sie sehr schwer ist, einer hohen Letalität, also Sterblichkeit. Wie äußert sich nun die Lungenentzündung? Da können wir zwei große Bilder klinisch unterscheiden. Das eine ist die sogenannte typische Pneumonie und das andere ist die sogenannte atypische Pneumonie. Die typische Pneumonie, das ist die Lungenentzündung, die man so typischerweise auch sieht, wenn irgendwas im Fernsehen dargestellt wird. Die beginnt ganz akut, die Patienten sind schwer krank, die haben hohes Fieber, Schüttelfrost, die haben Husten mit eitrigem Auswurf, die atmen schnell, das ist diese Tachypnoe, die haben einen schnellen Herzschlag und insgesamt sind die schwer krank. Wenn man den Blut abnimmt, sieht man ein hohes CRP, das ist ein Entzündungswert im Blut und eine Leukozytose und Linksverschiebung, also die weißen Blutkörperchen haben sich erhöht. Also ein typisches Bild einer Kampfphase des Körpers gegen einen bakteriellen Infekt. Und die häufigsten Erreger dafür sind wieder die Pneumokokken oder auch die Staphylokokken. Klassischen Eitererreger. Bei der atypischen Pneumonie es ist es eher so, dass das so ein subakuter Beginn ist. Also es geht über so ein paar Tage, 2 Wochen. Die Patienten haben so leichtes Fieber, nur so einen trockenen Reizhusten und Cephalgien, Myalgien, also Kopf- und Gliederschmerzen. Also eher so wie so ein viraler Infekt, was man gerade heute in der heutigen Zeit beziehungsweise in der Jahreszeit häufiger hat. Und das CRP, also der Entzündungswert, ist gar nicht so hoch erhöht, ist ein bisschen erhöht, aber nicht so stark. Und auch die weißen Blutkörperchen sind nicht so erhöht. Und da sind es vor allen Dingen die sogenannten atypischen Erreger, Mykoplasmen, Chlamydien nennen, heißen die, aber auch Legionellen oder Viren, die dieses auslösen. Aber, auch das sei gesagt, eine typische Pneumonie kann auch durch atypische Erreger ausgelöst werden. Also es gibt Patienten, die das Bild einer typischen Pneumonie haben, links. Und die haben Mykoplasmenpneumonie. Auf der anderen Seite kann auch sein, dass Pneumokokken zum Beispiel das Bild einer atypischen Pneumonie machen. Also man kann nicht sagen, wenn ein Patient eine typische Pneumonie hat, der wird sicherlich eine Pneumokokkenpneumonie haben oder eine Staphylokokkenpneumonie. Der kann auch was anderes haben. Aber es hilft einem schon so ein bisschen in der klinischen Einteilung und Beurteilung der Patienten. Hier habe ich Ihnen einmal die Röntgenbilder mitgebracht. Von links eine typische Pneumonie, rechts eine atypische Pneumonie. Sie sehen links auf der rechten Seite der Lunge, da ist das alles so ein bisschen weiß. Wir nennen das Verschattung. Das ist die Lungenentzündung, die Infiltration mit Entzündungszellen und Bakterien. Wohingegen rechts, auf dem rechten Bild, da sehen Sie, die ganze Lunge ist so ein bisschen weißlicher gefleckt. Das ist die Infiltration oder die Entzündung im Interstitium. Deshalb ist das alles so ein bisschen verteilt. Wird gar nicht so aufregend, aber auch das ist eben eine schwere Lungenentzündung. Und das ein wichtiger Grund, warum man sich gegen Grippe impfen lassen sollte. Das ist ein Bild eines Patienten, der bei uns behandelt wurde. Sie sehen links das Bild bei Aufnahme. Und jetzt sind Sie ja schon sozusagen Experten. Sie sehen ganz klar, die Lunge ist weiß auf beiden Seiten, weißer als sie sonst sein sollte. In der Mitte ist das Herz mit dieser Sprenkelung und nach 16 Stunden ist sie noch weißer. Und wenn Sie ganz genau gucken, sehen Sie, dass dieser Patient einen Tubus hat, also einen Schlauch in der Luftröhre. Da hat der Patient durch eine primäre Grippepneumonie, also eine Lungenentzündung durch Grippeviren, ein Lungenversagen gekriegt, ein sogenanntes ADS, und musste dort beatmet werden. Und das kann eben sehr schnell gehen, gerade bei Grippe. Und deshalb sollte man sich unbedingt auch gegen Grippe schutzimpfen lassen, sofern die Voraussetzungen gegeben sind. Nun, wie diagnostizieren wir die Lungenentzündung?
Was wir immer machen, ist, wir erheben die Anamnese, wir fragen natürlich, welche Symptome sind da, wie ist das entstanden und wir untersuchen klinisch. In der Regel, also als Lungenfacharzt, wird man einmal auf die Lunge hören und das machen die anderen natürlich auch. Wir brauchen das Labor, wir kontrollieren die Entzündungsparameter, also sind die erhöht. CRP hatte ich Ihnen eben schon gezeigt, die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten. Und gucken auch auf die Leber- und Nierenwerte, weil wir wissen, dass wenn diese erhöht sind, dass ein Hinweis darauf ist, dass eben der gesamte Körper betroffen ist durch die Lungenentzündung und da sich eine Blutvergiftung, eine sogenannte Sepsis anbahnt. Dann guckt man, ist das Legionellenantigen im Urin? Das ist ein Eiweißstoff, mit dem man gucken kann, ob eine Legionellose, also eine Infektion mit Legionellen vorliegt. Pneumokokkenantigen im Urin hat man früh gemacht, wird nicht mehr empfohlen. Warum? Hier greife ich schon etwas vor, weil die antibiotische Therapie, die wir geben, immer die Pneumokokken abdeckt. Deshalb braucht man das nicht mehr zu machen. Influenza-Schnelltest, diesen Rachenabstrich, bei Verdacht auf Influenza, also dann, wenn die Influenza-Saison ist. Zusätzlich Bildgebung, ein Röntgenbild des Thorax in zwei Ebenen. Also wenn man das machen kann, sollte man das auf jeden Fall machen. Computertomographie, also Schichtröntgen der Lunge, nur bei speziellen Fragestellungen. Und manchmal kann es sein, dass es bei der Lungenentzündung auch eine Entzündung des Rippenfells gibt. Man kriegt dann einen Erguss, einen sogenannten Pleuraguss. Dann kann man eine Ultraschalluntersuchung machen, eine sogenannte Thoraxsonographie und das darstellen und gegebenenfalls dann auch punktieren. Wie behandeln wir eine Lungenentzündung? Es gibt Allgemeinmaßnahmen. Natürlich körperliche Schonung und Bettruhe. Früher hat man gesagt, die müssen die ganze Zeit im Bett liegen. Das würden wir heutzutage nicht mehr. Auch Leute mit einer Lungenentzündung sollen versuchen, sich zu bewegen, um aus dem Bett rauszukommen, aber sich natürlich schonen. Also keine Langstreckenläufe oder Jogging, wenn sie eine Lungenentzündung haben. Thromboseprophylaxe ist wichtig. Also kennen vielleicht viele, die Thrombose-Spritzen. An sich sind es ja Antithrombose-Spritzen, weil durch das Liegen und die Entzündung, das ist ein hohes Risiko, ist, dass man Thrombose entwickelt. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist wichtig, weil natürlich der Schleim, der sich bildet, der muss verflüssigt werden, damit er gut abgehustet werden kann. Physikalische Therapie, Atemtherapie, also das Klopfen, wenn es sehr schlimm ist. Expektorantien, das ist das, was man auch in der Apotheke viel kriegt. Also Substanzen, Mittel, die dazu führen sollen, dass vermehrt Sekret gebildet wird, dass besser abgehustet werden kann. Sauerstoffgabe bei respiratorischer Insuffizienz, also wenn die Sauerstoffsättigung zu niedrig wird, dann muss man dem Patienten Sauerstoff geben und dann die antimikrobielle Therapie, also die Antibiotikatherapie. Und es ist so, dass man bei einer Pneumonie immer Antibiotika geben wird, auch wenn sich das nachher als virale Pneumonie, also als viral bedingte Lungenentzündung rausstellt, weil man nichts verschlampen will, beziehungsweise nichts verzögern will. Und ich hatte Ihnen ja schon gezeigt, der häufigste Erreger sind natürlich Pneumokokken. Also man muss bei einer ambulant erworbenen Pneumonie primär immer damit rechnen, dass es ein bakterieller Infekt ist. Und das richtet sich so ein bisschen, das habe ich Ihnen hier mal mitgebracht, nach dem Schweregrad der Pneumonie oder der Lungenentzündung. Leichte Lungenentzündung, leichte Pneumonie ohne Komorbiditäten, da wird man in der Regel Tabletten geben, orale Therapie und das Wichtigste ist das Amoxicillin. Wenn man eine Komorbidität hat, also eine andere Erkrankung dazu, kann man das auch noch mit Tabletten behandeln. So typische oder die Erkrankungen, die damit einhergehen können und die eben dazu führen, dass man eben was anderes nimmt, ist eben chronische Herzinsuffizienz, CNS, also Erkrankung des zentralen Nervensystems, Gehirnerkrankung mit Schluckstörungen, schwere COPD, Bronchiektasenerweiterung, Bettlägerigkeit oder eine PEC, also eine perkutane enterostomale Gastrostomie, also ein Schlauch durch die Bauchdecke, mit dem der Patient ernährt wird. Da muss man ein bisschen anders vom Erregerspektrum rechnen. Deshalb kriegen diese Patienten eine Kombination aus Amoxicillin und Clavulansäure. Mittelschwere Pneumonie, das sind die Patienten mit Lungenentzündung, die im Krankenhaus behandelt werden. Die kriegen in der Regel eine sogenannte Sequenztherapie. Was heißt das? Die werden in den ersten Tagen intravenös behandelt, also über einen Tropf und dann auf Tabletten umgestellt. Da gibt es die Möglichkeit, eben Amoxicillin, Clavulansäure oder Ampicillin, Sulbactam oder Cephalosporin zu nehmen, Cefuroxim,
Ceftriaxon, Cefotaxim und dann jeweils eventuell ein Makrolid, also Clarithromycin, über 3 Tage. Warum macht man das? Ich hatte Ihnen ja gesagt, die atypischen sind nicht so häufig, aber diese Makrolide wirken sehr gut antientzündlich und helfen dann, das relativ schnell in den Griff zu kriegen. Und eine schwere Lungenentzündung, das sind die, die ganz rechts waren auf dieser Schaubild mit der Mortalität, die auch auf die Intensivstation müssen, die kriegen immer intravenöse Therapie, weil die zum Teil gar nicht schlucken können. Teilweise sind die auch beatmet und man will sicher sein, dass das Antibiotikum wirklich in die Blutbahn kommt und schnell in die Lunge und dort seine Wirkung entfalten kann. Die kriegen Piperacillin Tazobactam oder Ceftriaxon oder Cefotaxim, jeweils eventuell mit einem Makrolid. Das ist, wenn Sie genau geguckt haben, hier in der Spalte die sogenannte Primärtherapie, also die Therapie, die man in erster Linie anwendet. Und dann gibt es Alternativtherapien, hier rechts. Das sind vor allem die sogenannten Gyrasehemmer, Moxifloxacin, Levofloxacin oder bei der leichten Lungenentzündung auch so Tetracycline wie Doxycyclin oder eben auch die Makrolide allein. Warum nimmt man diese Antibiotika nicht als erstes? Nun, die Gyrasehemmer oder auch Chinolone sind sehr wirksam, haben aber zum Teil Nebenwirkungen. Und man will natürlich vermeiden, dass sich sogenannte Resistenz entwickeln. Sie haben sicherlich in den Medien oftmals schon davon gehört oder gelesen, dass wir mehr und mehr Bakterien haben, die resistent gegen Antibiotika sind. Und diese Antibiotika im Rahmen der Alternativtherapie sind eben extrem wirksam. Und die möchte man nicht, salopp gesagt, verschießen für solche anderen. Und die, die man als erste wahrnimmt, sind nach wie vor sehr wirksam, sodass man die gut einsetzen kann. Aber es gibt natürlich auch Leute mit einer Penicillinallergie beispielsweise, bei denen kann man Amoxicillin nicht einsetzen, sondern muss eben was anderes nehmen. Deshalb gibt es diese Alternativtherapien. Und früher war es eben einfacher, da konnte man sich sein Penicillin, das war ja das erste Antibiotikum von Herrn Fleming entdeckt, praktisch selber machen. Ob das dann so verträglich war, weiß ich nicht. Nun die Frage, wie kann man sich vor einer Lungenentzündung schützen? Da gibt es einige Sachen in der Leitlinie, also eine Empfehlung von meiner Fachgesellschaft unter dem Titel Prävention der ambulant erworbenen Pneumonie. Was soll man machen? Grippeschutzimpfung, ganz wichtig, gemäß Empfehlung der STIKO. Da gibt es gewisse Risikogruppen, eben ältere Menschen und ein paar andere, auch medizinisches Personal. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, die Grippeschutzimpfung in diesem Jahr ist gut verträglich. Ich habe das schon durch. Das sollte man auf jeden Fall machen. Man weiß, dass eben durch Grippe das Risiko für eine Lungenentzündung deutlich gesteigert wird. Es ist nicht nur die primäre Grippe-Lungenentzündung, sondern vor allem die sogenannte bakterielle Superinfektion. Das heißt, man kriegt eine Grippe, klassische wirkliche Influenza, nicht den grippalen Infekt. Und dadurch wird die Schleimhaut in den Lungen, in den Bronchien geschädigt und Bakterien können leichter eindringen und verursachen sogenannte bakterielle Superinfektion. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum viele Leute damals in der spanischen Grippe Anfang des 20. Jahrhunderts, 1918, gestorben sind. Also ganz wichtig, Grippeschutzimpfung regelmäßig bei den entsprechenden Risikogruppen bzw. den Indikationsgruppen. Pneumokokkenschutzimpfung, ich hatte Ihnen gesagt, Pneumokokken sind der häufigste Erreger der ambulant erworbenen Pneumonie, also der Lungenentzündung zu Hause. Dazu komme ich gleich noch. Beendigung von Nikotinkonsum. Rauchen erhöht das Risiko für Lungenentzündung. Rauchen ist sowieso nicht gut und natürlich muss ich als Pneumologe, als Lungenfacharzt immer dagegen sprechen. Mache ich auch, weil ich denke, das ist ein Risikofaktor, den man gut vermeiden kann. Also Beendigung des Nikotinkonsums. Kritische Überprüfung der Indikation für säurehemmende Therapie. Es gibt eine ganze Reihe von Patienten, die Säureblocker nehmen, weil sie ein Magengeschwür hatten oder auch nicht, oder auch weil sie Stressmagen haben. Man hat so ein bisschen zeigen können, dass zum Teil das Risiko für eine Lungenentzündung steigt, wenn man das nimmt. So ganz eindeutig ist das nicht. Deshalb auch diese vorsichtige Formulierung. Was steckt dahinter? Der Magen hat hier ein saures Milieu. Wir brauchen Magensäure, um eben unsere Nahrung zu verdauen. Und wenn die nicht mehr da sind oder nicht mehr da ist, überleben Bakterien leichter und können dann eben leichter auch
Entzündung auslösen, beziehungsweise dann, wenn man sich verschluckt, in der Lunge landen. Überprüfung der Indikation für Antipsychotika, Opioide, Benzodiazepine, also Mittel gegen psychiatrische Erkrankungen, Abkömmlinge vom Opium, also Schmerzmittel oder Benzodiazepine, Schlafmittel, all das dient dazu, dass man versucht, dass das Bewusstsein da ist, beziehungsweise die Vigilanz, dass die Patienten eben nicht bewusstseinsgetrübt sind und sich nicht leicht verschlucken. Deshalb sollte man das immer kritisch überprüfen. Überprüfung der Indikation von ICS bei COPD-Patienten. ICS steht für inhalative Kortikosteroide, also inhalierbare Cortisonpräparate. Wir wissen, dass bei Patienten mit COPD das Risiko für eine Lungenentzündung durch den Gebrauch dieser Medikamente gesteigert wird. Das ist anders bei Asthmatikern, da ist es überhaupt nicht so. Also das muss man sich immer gucken, wenn Lungenentzündung oftmals beim COPD-Patienten auftritt, ob der das wirklich braucht. Es gibt keine Empfehlung für ACE-Hemmer, also die klassischen Medikamente auch aus der Blutdrucktherapie bzw. Herzinsuffizienz oder Statine, die Fettsenker zur Prävention von Lungenentzündung. Das dachte man, aber das bringt nichts. Und man sollte frühzeitig eine Dysphagie diagnostizieren, also eine Schluckstörung, weil gerade die Aspirationspneumonie, also die Lungenentzündung durch Verschlucken bzw. Fehlschlucken, müsste man eigentlich sagen, in die Luftröhre, ein großes Problem darstellen kann und oftmals die Patienten erst sehr spät diagnostiziert werden, wenn sie immer wieder Lungenentzündung haben und dann doch eine neurologische Erkrankung mit einer Schluckstörung. Nun, wie ist das mit den Pneumokokken? Das habe ich Ihnen hier nochmal mitgebracht. Das ist aus dem Nationalen Referenzzentrum für Pneumokokken. Sie sehen auf der Y-Achse Erkrankung pro 100.000 Einwohner, also die sogenannte Prävalenz bzw. Inzidenz, geht ja jetzt auch gerade durch die ganzen Medien bei einer anderen Erkrankung. Und dann sehen Sie auf der X-Achse die Altersgruppen. Ganz links unter 1, ganz rechts 80 bis 90 Jahre. Und dann bunt verschiedene Erkrankungen. Blau ist die genannte Pneumokokkenerkrankung. Rot Meningitis, also Hirnhautentzündung. Dieses grünlich, froschgrün, apfelgrün, wie auch immer man das bezeichnen will, ist Selbstblutvergiftung und lila ist Pneumonie, Sepsis, also Lungenentzündung, Blutvergiftung. Und Sie sehen, es gibt zwei Gipfel der Pneumokokkenerkrankung. Es sind einmal die Kleinkinder, die oft eine Pneumokokkenerkrankung haben, und dann sind es die älteren Menschen, gerade die Patienten im Rentenalter, da geht das los. Bei den kleinen Kindern ist es so, die sind Pneumokokkenreservare, also die haben ganz häufig Pneumokokken, ohne dass sie wirklich krank werden, aber können das dann leicht übertragen. Und da sind natürlich gerade die älteren Menschen dann gefährdet. Denken Sie an, also Enkel kommt zu den Großeltern, hat Pneumokokken und die kriegen dann eine schwere Lungenentzündung. Zum Glück meistens nicht, aber möglich. Deshalb sollten sich ältere Leute gegen Pneumokokken impfen lassen. Und da gibt es zwei Impfstoffe. Einmal das Pneumovax und dann das Prevenar 13. Pneumovax, PSV 23, ist ein älterer Impfstoff, ist ein sogenannter Polysaccharid-Impfstoff. Das heißt, das ist ein Impfstoff, der basiert auf der Kapsel dieser Bakterien. Die Bakterien sind gekapselt und das ist ein Zuckerstoff. Und es gibt verschiedene Serotypen, also verschiedene Zuckerstoffe. Also so wie es bei Menschen unterschiedliche Familien gibt, gibt es auch bei Bakterien unterschiedliche. Und die unterscheiden sich alle und das ist gegen 23 Serotypen, so nennt man das, und soll bei Personen ab 60 Jahren angewendet werden. Das andere, Prevenar 13, ist ein sogenannter Konjugatimpfstoff. Das heißt, ein Stoff, bei dem etwas noch zugesetzt werden wird, damit die Impfwirkung verbessert wird. Das heißt, im Gegensatz zu dem anderen Impfstoff werden noch sogenannte Memory-Zellen aktiviert, also Gedächtniszellen, die dann bei einem erneuten Kontakt schneller wieder eine Immunität induzieren bzw. verstärken und schneller wieder Antikörper bilden können. Der wirkt allerdings nur gegen 13 Serotypen und soll nur angesetzt werden bei Vorerkrankungen und oder besonderen Risikogruppen in Kombination mit PSV 23, weil der eben mehr von diesen Pneumokokkenarten abdeckt. Nun, PV23 oder PSV23 hat ein Problem. Er schützt vor allem vor Bakteriämien,
also Bakterien im Blut. Das ist hier aus einer Studie, wo man das einmal geguckt hat. Und da sehen Sie, ich habe das umkringelt, die Pneumokokken-Bakterien, also Blutvergiftungen durch Pneumokokken werden gut abgefangen. Alles andere, Lungenentzündungen, werden eben gar nicht verhindert dadurch, durch diesen Pneumokokken-Impfstoff. Was natürlich gut ist, gerade bei Patienten, die das da geschützt werden müssen, zum Beispiel Patienten, die eine Milzentfernung kriegen, die brauchen sowas. Aber die Lungenentzündung wird eigentlich nicht gut dadurch verhindert. Das macht der andere Impfstoff, PCV13, der schützt hier in dieser Studie, wir sehen da verschiedene Graphen, wirksam gegen diese 13 Serotypen, also diese 13 Vorgruppen der Pneumokokken. Und zwar hier in A ist einmal, rot ist immer die Placebo-Gruppe, die haben nichts gekriegt, und blau ist die Virum-Kurve, also sie haben den Impfstoff gekriegt. Da sehen Sie die Anzahl der ambulant erworbenen Pneumonien, CAP, Community Acquired Pneumonia, ist geringer bei der geimpften Gruppe. Dann gibt es die Patienten mit invasiven Infektionen durch die Pneumokokken, auch das ist niedriger, und bei den Vakzintypen, also die abgedeckt worden sind, auch da ist es deutlich besser in der geimpften Gruppe. Das heißt, der Wirkstoff ist wirksam gegen eine Pneumokokkenpneumonie, also eine Pneumokokken-Lungenentzündung, und auch gegen eine invasive Pneumokokkeninfektion, also Hirnhautentzündung oder beispielsweise Blutvergiftung. Wohlgemerkt, er deckt eben nur 13 ab, aber von der Wirksamkeit ist er tatsächlich besser. Damit bin ich schon am Ende. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen zur Verfügung. Die erste Frage ist schon gekommen und das ist eine sehr gute Frage. Die Frage, wie lange hält eine Pneumokokkenimpfung? Das ist eine gute Frage und tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Also es ist so, dass die klassische Pneumokokkenimpfung ja die PSV23-Impfung war, also die Polysaccharid-Impfung. Und da hat man gesagt, so nach 5 Jahren muss man mal wieder impfen, weil die Titer, der Antikörper gegen diesen Pneumokokkenschutz dann runtergegangen sind. Das Problem ist, wahrscheinlich nach der zweiten geht es auch wieder runter, aber je öfter man impft, desto geringer ist der Effekt dieser Impfung. Also, aber so von den Empfehlungen ist es einmal impfen und nach 5 Jahren wiederholen und dann eigentlich nicht mehr. Bei der Prevena 13-Impfung ist es so, dass man wahrscheinlich gar nicht mehr impfen muss, weil eben dieses, das hatte ich eben schon erzählt, diese Gedächtniszellen, diese Memory-Zellen, so nennen wir die, induziert werden. Und die sind wesentlich länger vorhanden. Und immer wenn dann neue Pneumokokke kommt, werden diese aktiviert und produzieren sehr schnell Antikörper. Weiß nicht, also wenn noch Fragen sind, also ich habe noch Zeit. wenn dem nicht so ist, wir warten jetzt, glaube ich, noch 1 Minute, trauen Sie sich. Wie schnell wirkt die Impfung, wird gefragt. Ja, also es ist so, die Antikörper müssen ja gebildet werden, so in der Regel so nach 1-2 Wochen ist eigentlich der Impfschutz aufgebaut. Das ist so eben wie bei den anderen Impfungen. Weitere Fragen?
Hier ist eine Frage zur Statistik. Ich denke mal, es geht um die Pneumokokkenstatistik, die ich gezeigt habe. Die meint die Statistik bei den Erkrankungen pro 100.000 Einwohner, pro Altersgruppe, die Zahl der gleichzeitig auftretenden Erkrankungen oder in einem Zeitraum von einem Jahr. Das ist tatsächlich die Prävalenz, das bezieht sich auf ein Jahr und sind tatsächlich die Erkrankungen in der Altersgruppe pro 100.000 Einwohner, die in einem Jahr aufgetreten sind. Genau, das ist so. Hier eine Frage, wann rechnen Sie damit, dass der Impfstoff wieder vorhanden sein wird? Ich denke mal, das bezieht sich auf den Grippeschutzimpfstoff. Tatsächlich kann ich das gar nicht so leicht beantworten. Also ich hatte auch also tatsächlich auch aus der Familie schon bei mir selber die Anfrage, ob ich mal ein bisschen Impfstoff besorgen könne. Das kann ich natürlich nicht. Ich denke, dass Impfstoff wieder Anfang des Jahres vorhanden sein wird. Zum Glück haben wir ja so ein bisschen interessanterweise durch die Maskenpflicht weniger Grippeschutzfälle, als wir eigentlich zu erwarten würden. Nichtsdestotrotz sollte man sich auf jeden Fall impfen lassen. Und ich weiß um diese Probleme des Impfstoffs, dass wenig vorhanden war. Aber ich denke, so in den nächsten 4 bis 6 Wochen wird wieder was da sein. Hier ist die Frage, welche Erreger sind häufig bei VAP, Ventilator-Associated Pneumonia? Ja, sehr, sehr gute Frage. Das ist so, dass die Erreger der beatmungsassoziierten Pneumonie meistens gramnegative Erreger sind. Also Escherichia coli ist ein klassischer Erreger, also ein Darmkeim, Klebsiella, Proteus mirabilis, Serratia. Das sind so und tatsächlich auch Staphylococcus aureus, der Eitererreger, interessanterweise. Aber meistens sind es gramnegative Erreger. Dann, da ging es tatsächlich um den Pneumokokkenimpfstoff. Oh, wann der wieder vorhanden sein wird, das weiß ich tatsächlich nicht. Auch da denke ich so, dass irgendwie Anfang des Jahres das wahrscheinlich so sein wird, dass der wieder vorhanden sein wird. Kann ich tatsächlich nichts zu sagen. Es ist auch immer so ein bisschen schwierig für mich, weil wir hier im Krankenhaus natürlich nicht impfen. Tatsächlich habe ich heute jemanden gegen Grippeschutz geimpft, aber ist natürlich nicht so das Hauptthema hier. So, aber was man hört, denke ich auch, dass so in der Zeit von 4 bis 6 Wochen das dann wieder vorhanden sein wird. Abstand zwischen Grippeimpfung und Pneumokokkenimpfung. So klassischerweise sagt man ja, so 6 Wochen sollte man Abstand halten. Liegt einfach daran, wenn Sie zu schnell im Abstand impfen, dann kann es sein, dass die Impfantwort nicht so gut ist, weil das Immunsystem noch mit den anderen Erreger zu tun hat. Kombi normaler Grippeschutz mit Pneumokokkenimpfung. Ja, kann man machen. Würde ich jetzt kein Problem drin sehen. Bisschen ist man immer so ein bisschen geneigt, das eben nicht zu machen, weil man so ein bisschen Angst hat, wenn irgendwie was passiert, dass man weiß man nicht, wo Unverträglichkeit auftritt, weiß man nicht, wer daran schuld ist. Meistens ist es auch so, dass eben nicht beide da sind tatsächlich, aber grundsätzlich wäre es möglich. Ist die Antimikrobielle bei Hier ist noch eine Frage: Ist die antimikrobielle Therapie bei CAP, also ambulant erworbener Lungenentzündung, und bei der nosokomialen Lungenentzündung gleich? Sehr gute Frage. Ich habe bewusst nicht die nosokomiale Pneumonie genommen, weil das natürlich etwas ist, was uns hier vor allem im Krankenhaus betrifft. Tatsächlich ist die Therapie der nosokomialen Lungenentzündung etwas anders. Wir setzen da ein bisschen andere Antibiotika ein. Das hat den ganz einfachen Hintergrund, dass das Erregerspektrum, mit dem wir rechnen, doch etwas anders ist. Wir müssen eher mit diesen gramnegativen Erregern rechnen und nicht so sehr mit Pneumokokken. Pneumokokken sind kein typischer Erreger der sogenannten nosokomialen, also der Krankenhauslungenentzündung. Deshalb setzen wir eben Antibiotika ein, die im gramnegativen Bereich, so nennen wir das, besser wirken. Weitere Fragen? Muss sagen, Sie stellen echt super Fragen und bringen mich hier so ein bisschen tatsächlich auch in Bedrängnis.
weil das natürlich extrem gute Fragen sind, die sie stellen und zeigt, dass sie da das sehr gut alles mitgenommen haben und sehr gut analysiert haben. Gut, ich denke, eine Minute warten wir jetzt noch. Und wenn dann keine weiteren Fragen mehr sind. Doch. Zwei Fragen sind noch. Eine sehr, sehr interessante. Wie sieht das Antibiotika-Resistenzprofil für Lungenentzündung in Hamburg aus? Das ist natürlich eine extrem, extrem gute Frage. Also nicht so leicht zu beantworten. Also das Resistenzprofil kann ich insofern ganz schnell angeben, weil es natürlich ganz viele Erreger gibt bei der Lungenentzündung. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir in Deutschland zum Glück bei der ambulant erworbenen Pneumonie kaum Resistenzen haben, gerade bei den Pneumokokken. So die Antibiotika, die wir einsetzen, da ist die Resistenz sicherlich im unteren einstelligen Prozentbereich. Wir wissen, bei den Makrolide ist sie so etwas höher. Anders sieht das zum Beispiel in Ländern aus, wo die Antibiotika frei verkäuflich sind, over the counter. Also da haben wir durchaus höhere Resistenzen. Man sieht das dann manchmal, wenn Patienten aus anderen Ländern kommen, verlegt werden, aus dem Urlaub, die haben dann ganz andere Antibiotika und man wundert sich, aber muss dann immer berücksichtigen, dass dort die Resistenzen anders sind. Wir sehen es in Deutschland zum Glück noch nicht, da sind wir auch sehr restriktiv. Das ist, also von daher kann man sehr beruhigt sein und nach wie vor auf die guten alten Penicillin-Derivate zurückgreifen. Und ganz zum Schluss, wie schnell wirkt die Impfung? Also Grippeschutzimpfung, Pneumokokkenschutzimpfung. So, wie gesagt, die Antikörper brauchen so, ja, 10 bis 14 Tage ungefähr, bis sie einen Schutz aufgebaut haben. So ungefähr kann man sagen, so nach zwei Wochen ist die Schutzwirkung eigentlich da. Und dann bleiben Sie gesund. Wurde mir hier noch gesagt, ja, vielen Dank. Das wünsche ich Ihnen natürlich auch gerade in diesen Zeiten. Bleiben Sie gesund, denken Sie an Maske, Abstand, Hygiene, Lüften. Das ist teilweise tatsächlich das jetzt, was wir machen können. Und Sie werden merken, das hat auch noch einen anderen Effekt. Die Raten an anderen Infektionen, den ganz banalen Infekten, die wir jetzt ganz häufig haben in dieser Jahreszeit, auch die gehen runter, wenn man sowas befolgt. Und in dem Sinne, wie gesagt, einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.